Warm ist es. Und damit ein herzliches Willkommen zu Dragon Quest Builders mit eurem Bobas. Tja, das letzte Mal haben wir hier das 10. Rätsel gefunden, allerdings komme ich da einfach nicht rüber. Ich muss dieses Rätsel tatsächlich beenden, ergänzen oder wie auch immer, dass wir da rüber kommen. Deswegen taucht es nicht auf der Karte auf, was mich aber nicht stört, weil ich weiß, wo es ist. So, wir haben hier neue Gegner und ich habe keine Ahnung, wie ich die bekämpfen kann. Allerdings, da die ja mit Feuer am Rumhantieren sind, habe ich jetzt halt einfach mal vermutet, okay, ich muss dann mal Wasser loswerden. Eigentlich relativ nah, ne, wenn man so will. Ja. Weil gegen die zu kämpfen, glaube ich, hat nicht sehr viel Sinn. Das war zumindest meine Idee auf jeden Fall, das zu machen. Weil ich noch vom ersten Teil weiß, dass es... Oh, Wolle! Die droppen Wolle! Cool. Dass ich noch vom ersten Teil weiß, dass die recht schwer zu bekämpfen waren. Und wenigstens für den die Sekunde hat es getaucht. jo. Oh, von da sind wir gekommen, ne? Ich denke mal, dass das Wasser hier wieder verdunsten wird, wenn ich das hier auskippe, oder? Oh, nicht einmal. Das gibt uns einen konstanten Strom Wasser, das ist cool. Na, komm ruhig rüber. Für dich habe ich auch einen Schluck. Okay, wartet mal, ich komme zu euch rüber. Tschüss. Und die auch noch. Ein kleines Bad, gefällig. Okay. Ah, das ist cool. Also flautigen Mantel können wir ja nicht verwenden. Ist klar, aber wir könnten, glaube ich, die Dolormiten hierhin bauen, dass wir von einer Stelle zur anderen kommen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich dahinter muss. Aber ich glaube nicht. Nee, das muss da oben weitergehen. Da muss es weitergehen. Ist aber auf jeden Fall schon mal ganz gut, dass wir uns da einfach mal rüberbauen können. Und ich baue mir immer gerne einen Doppelweg. Mir ist das immer ein wenig zu gefährlich mit dem Einzelnen. Upsi! Könntest du bitte aufhören, versuchen, da runter zu schubsen? Danke. So, dann einmal ein Bad für euch. So, für euch kämpfen wir natürlich. Das ist klar. Aber die spucken halt Feuer, ne? Die Würmer. Auch wenn sie uns Wolle geben, was ich äußerst toll finde. Die da brauchen wir? Nein! So. Diamanten. Oh. Was haben wir denn da? Nochmal eine Kugel? Okay, die ist natürlich interessant, finsterer Schrein. Insofern, wenn man sagt, man braucht Wolle und würde die noch ein wenig... Kann ich da vielleicht? So eine konstante Quelle. Geht das? Nee, das verdunstet alles. Boah, was ist das nur für ein Ort? Ich erinnere mich, dass jemand in der Siedlung einen vergessenen Schrein erwähnt hat. Könnte er das sein? Ist das cool. Aber irgendwas ist hier eigenartig. Dieser Ort fühlt sich seltsam vertraut an. Irgendwie, als ob ich nach Hause komme. Hm, Malrod? Was? Da drin, Bobas. Monster! Scheinen mir aber nicht so, als würden sie
kämpfen wollen. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Was ich natürlich abbauen kann, nehme ich gerne mit. Was haben wir da? Zitadellenmauer. Kann ich da noch mehr abbauen? Cool. Die Säulen habe ich ja schon. Ah, das da hinten, das sind diese feuerspeienden Figuren. Jetzt gucken wir mal, die werden wahrscheinlich jetzt erst einmal quatschen mit uns. Oder auch nicht. Okay, wenn ihr nicht mit uns quatschen wollt, ich mag im Moment auch nicht. Ich mag lieber mal die Sachen hier mitnehmen. Das finde ich nämlich super interessant. Den nehme ich dann auch noch mit. Dankeschön. Ich guck mal. Ja, das sind tatsächlich die. Ich muss gucken, ob ich die abbauen kann. Ich muss schauen, weil die sind cool. Kann ich die abbauen? Nein, ich kann sie nicht abbauen. Das ist ja doof. Schade. Aber ich denke, es wird lustig, wenn wir gegen die kämpfen müssen. Ja, okay, ich schaue jetzt mal. Kann ich mit denen sprechen? Ja. Menschen, ihr wagt es, unser unheiliges Heiligtum zu schänden? Moment, euch kenne ich doch. Ihr seid dieselben sündigen Kreaturen, die über Tage bauen. Deswegen erforscht ihr noch diese Höhlen? Ich dachte, eure Hoffnung sei längst begraben worden, als die große und glorreiche Unterseherin euren glänzenden Stern zu Stein verwandelte. Anscheinend müssen wir diese Narren einhändig in den Abgrund der Verzweiflung stürzen, nachdem sie sich so sehnen. Na dann, oben Drachen! Alter. Was habt denn ihr? Lass mal die, Oh nein, weg, weg, weg. Abwehr von Bobas stinkt. Sinkt. Ja, erstmal die dicken. Erstmal die. Könntest du mal aufhören, in der Luft rumzuhauen? Warte mal, geh mal hier einmal und hier einmal. So. Dann ist der erste hier schon mal weg. Dann musst du jetzt dran glauben, das ist ganz klar. Weil der Drache, das wird der letzte sein. Warum stehst du in der Lava? Ja, erstmal euch zwei. Oh, Bücher? So. Der Drache ist dran. Aber so. Ui. Boah, ich vergesse immer wieder. Oh, cool. Also würde das nicht angezeigt werden, ich würde das immer wieder vergessen. Großartig. Elendes Black. Wie hast du uns besiegt? Vielleicht ist er doch nicht von dieser Welt. In dem Fall ist sein Schicksal bereits besiegelt. Und es wird ganz wundervoll. Ergib dich deinem Schicksal und deine Seele könnte noch gerettet werden. Und tschüss. Was? Höre mich, mein Lord, du mächtiger Meister der Zerstörung. Diese Stimme, das ist dieselbe, die ich auf der Insel gehört habe. Diese Monster haben dich verehrt, und doch hast du ihnen keine Gnade gewährt. Überaus passend. Aber ich würde auch nicht weniger vom Herrn der Verderbnis erwarten. Hör auf damit. Ich bin kein Herr. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Mensch, Monster oder Gott. Niemand kann sein Los trennen. Du bist der Meister der Zerstörung. Dein Schicksal ist in Stein gemeißelt. Diese Welt
spricht zu Kopfhörer. Ich vergesse ihr seid. Der Einzige, der sie rettet hat, ist du. Was zum Teufel geht hier vor? Tut mir leid, Bobas. Die jetzt hier unten muss mir den Verstand vernebelt haben. Ist sicher nichts Ernstes. Davon mal abgesehen, haben wir wichtigere Dinge zu tun, wie Diamanten auszugraben. Wenn du hier nochmal auf der Flöte spielst, könnte uns das vielleicht weiterhelfen. Jo, das machen wir. Wir haben auf jeden Fall schon mal wieder eine Drachenschuppe. Und altes Buch. Okay. Wir haben Tierknochen. Wir haben fiese Fliese. Zitadellenmauer. Und okay. Alles klar. Vielleicht kann ich hier noch irgendwas abbauen. Ich baue gerne ab, das wisst ihr. Oh, Steingeländer. Zitadellengeländer ist ja cool. Da haben wir noch ein paar Knochen. Da hätten wir noch mal ein paar Knochen. Was ist das? Auf jeden Fall etwas, das ich mitnehmen möchte. Da oben ist eine, Dingsbums-Statue. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass hier irgendwas ist. Sollte ich immer auch mit? Alles mal weg. Hier noch irgendwas? Da geht es mir eigentlich nur um die Vollständigkeit. Ne? Ja, das ist wieder die Feuerspucke. Ist okay. Okay, dann blasen wir halt nochmal auf der Flöte. Na komm. Ich habe es schon oft genug gesagt, aber es erinnert mich immer an Epona. Oh, was sind das für Köpfe da? Ein fernes Echo ist zu hören. Ich wollte jetzt nicht die Flöte spielen, sondern ich wollte den Hammer einsetzen. Oh, Mann. Ja, dass die das wohl in der Luft spielen, das ging ja auch nicht, ne? So, und was natürlich mir auch noch gefällt, das sind natürlich die Fahnen. Standarten oder wie auch immer man dazu sagt. Manche reagieren da ja allergisch drauf, wenn man irgendwelche Sachen abbaut. Mir ist es da hingegen etwas egal. Weil wir werden an den Ort wahrscheinlich eh nicht wiederkommen. Geht ein Weg nach hinten, das ist bestimmt da hinten. Ja. Okay, die Noten gehen dahinter. Ein nahes Echo ist zu hören. Und wenn der Weg schon hier erst vorher geht und hier eine Ausbuchtung ist, würde ich sagen, wir hauen doch da mal richtig kräftig mit die Hammer rein. Yes, da haben wir es jetzt schon. Diamonds! Our Boba's best friend. Yes. Wir haben ihn! Den Diamant! Super! Das ist es, Boba's. Dieser glitzernde Stein muss ein Diamant sein. Es scheint fast, als ginge von ihm eine Art mächtige Kraft aus. Ich schätze, du könntest aus dem Zeug eine super starke Waffe herstellen. Jetzt müssen wir nur noch 9 weitere dieser kleinen Prachtstücke finden und sie zurück zur Siedlung bringen. Yep, das machen wir.
Insofern müssen wir es ja selber abbauen. So, zwei haben wir schon. Da sind die nächsten zwei. Ich glaube, das ist der Abbauen. Basalt! Oh, das ist cool. Mal ganz kurz, da drüben sind noch Diamanten. Ich möchte ein bisschen Basalt mitnehmen, weil den finde ich so cool. Keine Ahnung warum. Oh, warte mal, da oben den auch mitnehmen. Lasst uns mal hier so einen richtig schönen Donnerschlag machen. Oh, leider geht nicht alles kaputt. Aber zumindest einiges, ne? Ach Mensch. Es ist hier etwas beengend. Eigentlich hätte ich hier einfach nur... Komme ich da jetzt nicht hin? Kann ich nicht kaputt machen. Jetzt komme ich da hinten an den einzelnen nicht dran. Das gibt es ja wohl nicht. Ich wage es nochmal, dann bleiben die halt liegen, das ist mir egal. Oder fällt jetzt halt mit runter. Kann natürlich auch sein. Yes. Gut. Damit bin ich doch schon mal zufrieden. Haben wir fast 100. Komm, dann gehen noch ein paar Schläge. Gut, passt. Dann lasst uns noch die Diamanten holen. Ich schaue natürlich, ob es da ein paar mehr gibt als nur 10 Stück. Gut. Oh, Bobesland, eine neue Anleitung. Und was ist das? Goldstulpen. Ein paar glänzende Goldstulpen, die mit extravaganten Edelsteinen besetzt sind. Du siehst aber zufrieden aus. Was für ein tolles Dings hast du denn diesmal erfunden? Ein paar Goldstulpen für Goldbröckchen, was? Er kann sie verwenden, um den Steinzauber der Medusa auf sie zurückzuwerfen. Nun, wenn sie so funktionieren, wie du sagst, dann wird der Kampf ein Kinderspiel. Wie dem auch sei, es sieht aus, als hätten wir erstmal genug Diamanten. Gehen wir zurück zur Siedlung. Diese schreckliche Hitze bereitet mir langsam Kopfschmerzen. Yep, machen wir auch gleich. Aber ich will natürlich noch gucken. Zumindest einen kurzen Sprung kann man immer wieder machen, ne? Ich würde jetzt gern noch mal die Flöte spielen, ob ich hier irgendwie... Machen wir mal. Es sind keine Echos zu hören, also es gab wirklich nur diese 10 hier. Alles klar, dann machen wir einmal Oberfläche, untere Ebene. Oh man, guck mal. Okay, wir haben den Sprungpunkt. Wir haben diesen Sprungpunkt. Hier ist das Rätsel. Wenn ich jetzt hier mal drauf bleibe. Schaut mal, das ist nicht weit. Das ist nicht weit. Da haben wir das Rätsel und da ist der andere Gang. Das heißt, ich müsste eigentlich nur von hier ein bisschen in die Mauer rein und dann nach unten buddeln. Dann würde ich hier unten bei der Lava-Grotte rauskommen. Das ist natürlich schon cool.
Okay, aber jetzt erstmal zurück zur Hammerholm. Jo, jo, jo. Ist natürlich echt aufregend. Jetzt bin ich mal gespannt. So langsam kommen wir nämlich der Madusa näher. So, als erstes tun wir aber mal eins machen. Das tun wir mal alles in den Säckel rein. So, der Putz ist da, alles klar. Das wollte ich nicht, ich wollte das, Inventar. Gehen wir mal auf die letzte Seite und schauen uns mal unsere ergatterten Sachen an. So, naja klar, altes Buch, ein brüchiger Band des zweiten besonders zerfleddert sind. Tierknochen, ein traurigen Überreste eines Tieres, das mit dem Tod nicht getrotzt hat. Fiese Fliese, ein Bodenkachel, in die das Bildnis eines todbringenden Dämons eingraviert wurde. Zitadellenmauer, eine fürchterlichen finstere Wand aus Hargons Feste, wird so bla, wenn gestapelt. Zitadellengeländer, ein verschrammtes Steingeländer für Hargons Feste, verbindet sich, wenn aneinander gereiht. Zitadellenwandskulptur, eine desaströse Dekoration für die weiten Wände des Hargons Feste. Zitadellenwandkreuz, ein Wandblock, den die Kinder Hargons dazu verwendeten, düstere, dämonische Schreine zu bauen. Die kennen wir schon. Zitadellenabdeckung, schauerliches Steinquartier, das den Boden Hargons Feste verschönert. Den Boden, nicht die Sohlen. Ein Block aus Hargons Feste, in dem seltsame Glyphen und Muster eingraviert sind. Die Zitadellenmauer. Gruselgesicht, eine Wandverzierung, die dem bedrohlichen Gebaren des Meisters der Zerstörung nachempfunden ist. Dann haben wir die Banner Hargons, eine finstere Flagge, welche die Kinder Hargons hissen, um für ihre diabolischen Domäne Land zu beanspruchen. Und der Diamant, ein erleuchteter Edelstein, der nicht bricht. So, dann haben wir eigentlich alle Neuerungen gleich mal mit erfasst. So, Putz. Oh, Putz, 1000 Bobas. Träume ich etwa oder sind das in der Tat waschechte Diamanten, die du da hast? Fantabulös! Ich habe all die Jahre weit und breit nach Diamanten gesucht. Nie hätte ich gedacht, dass sie mal nach meinen eigenen Glotzern beäugen kann. Sie sind noch traumhafter, als ich mir je hätte erträumen können. Oh, Herr Bauer, bitte sag, dass du mir die hübschen Preziosen daraus magst. Die Preziosen müssen warten, was immer das auch ist. Wir brauchen diese Diamanten, um die Goldbar, den letzten Schliff zu verpassen. Stimmt's, Baubers? Gedulde dich noch ein bisschen. Wir werden die Bude im Handumdrehen so gut wie fertig haben, dann kannst du übernehmen. Okay. So, und wir müssen ja die Stulpen für ihn machen. So, ansonsten hätte ich sie nicht gelernt. Bauber stellt folgendes fertig. Die Goldbar Stufe 3. Ja, holla. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Achso, ich muss da hoch. Okay, dann gehen wir mal da hoch. Oh, wie sie sich alle runterstürzen hier. Jawohl. Da sollte ich vielleicht auch noch Treppen hinbauen, ha? Könntet ihr von da hier runtergehen? Ja, werde ich noch machen. So, jetzt aber erstmal hier rein. Ich habe richtig Kohldampf, dann ess was. Hä? Ach, oben? Wollte ich ja eh mal hochgucken, ne? Holla. Einmal weggezoomt, bitte. Okay, trotzdem, wer hat jetzt das Rote? Wer hat jetzt das Rote? Ich sehe es, aber ich sehe nicht, wer es hat. Einer von euch? Putz?
Das darf doch nicht wahr sein. Babs, was haben die mit dir gemacht? Bobas, bitte sag mir, dass du rausfindest, wie Babs helfen können. Du bist meine einzige Hoffnung. Also er war's nicht. Dann hauen wir halt mal auf die Glocke. Machen wir das jetzt so. So, aber Hammer bitte auswählen. Dass wir alle hier antreten. Da ist er. Was tut dich versteckt, Makrok? Ha? Okay. Hallo. Glückwunsch, Bobas. Die Goldbar ist fertig. Nichts würde mich glücklicher machen, als dich den letzten Schliff machen zu lassen. Aber vorher... Myrod hat mir erzählt, du hättest ein paar Diamanten ausgegraben und dir einen Plan für Goldstulpen überlegt. Er sagt, du würdest die Goldbröckchen geben und ihn damit in eine Art Superwaffe verwandeln wollen. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ihr Bau erstaunt mich immer wieder. Vielleicht haben wir jetzt eine Chance im Kampf gegen die Medusa. Sieht aus, als wäre das mysteriöse Metall, auf das ich vor all diesen Jahren zufällig gestoßen bin, nun endlich zu was nütze. Aber nur, wenn du das Geplauder sein lässt und dich an die Fertigung dieser Goldstulpen machst. Gib sie Goldbröckchen, wenn du fertig bist. Danach sind wir bereit, es mit der Unterseherin aufzunehmen. Okay, wir sollen die Dingerchen herstellen, alles klar. Dann lasst uns mal an den Tisch gehen. So, wo sind sie? Da sind sie. Goldstulpen. Ein paar glänzende Goldstulpen, die mit extravaganten Edelsteinen besetzt sind. Wir brauchen dafür 3 Diamanten, 2 Goldbarren, ein mysteriöses Metall. Dann lasst uns das doch mal herstellen. Erhält folgendes: eine Goldstulpen. Okay. Und die müssen wir jetzt wahrscheinlich Goldbröckchen geben, aber... Ach, das müssen wir uns doch aufheben für den nächsten Part, oder? Jetzt ist der Part natürlich noch nicht zu Ende, das ist ganz klar. Aber was kann ich noch machen, ne? Das ist die andere Frage. So, was haben wir denn da vorne noch? Lass mich helfen. Okay, ja, wir haben einen Plan, wie wir Babs retten können. Erst locken wir die Medusa mit der knalligen Goldbar aus ihrem Versteck, dann verpassen wir eine Tracht Prügel, die sich gewaschen hat. Babs hat uns damals aus dem Schlamassel befreit, jetzt steckt sie selber ganz tief drin. Es wird Zeit, dass wir uns revanchieren. So, gib Goldbröckchen die Goldstulpen. Das ist wirklich der letzte Auftrag, den wir haben. Okay, alles klar. Unsere arme Babs. Arme Babs. Schluchz, heul, flen. Was das, Bobas? Goldstulpen? Kann damit Medusa bekämpfen? Hoffnung wiederbringen? Babs wiederbringen? Du mir geben? Überreichen, jo. Danke, ich bereit. Mir jetzt geben. Jetzt kann Medusas Steinzauber blocken. Kann Medusa bekämpfen. Bobas, du sehr schlau. Machst gute Sachen. Vor langer Zeit träumen Inselbewohner von Reichtum. Viel Metall erbauen. Aber Menschen werden gierig, werden böse. Aber Menschen nicht immer böse. Nur böse, weil Traum verloren. Menschen brauchen Traum. Traum, Geld zu verdienen. Traum, Zukunft zu bauen. Bitte, Bobas, muss Medusa besiegen. Muss Steinfluch aufheben. Zeit zum Zukunft bauen kommt bald. Okay, super, klasse, großartig. Okay, jetzt verzieht euch mal alle. Ich will mit Makrok sprechen. Oder Makrok, du bleibst da. So. Alles klar jetzt, da Goldbröckchen die Goldstulpen hat, können wir vielleicht gegen die Medusa ankommen. Wenn wir sie besiegen können, wird Goldbröckchen seine Stärke wiederbekommen
und auf Hammerholm wieder ein goldenes Zeitalter anbrechen lassen. Nicht nur das, die Unterseherin gehört zu den ranghöchsten Kindern Argons. Wenn du sie loswirst, können wir die ganze Insel von der Umklammerung dieses Kults befreien. Aber irgendetwas stimmt nicht. Wir haben die Goldbar gebaut, aber die Madusa ist nirgendwo zu finden. Vielleicht fehlt noch etwas. Wenn irgendjemand herausfinden kann, was das sein könnte, dann du, Bobas. Kommen dir irgendwelche brillanten Ideen? Das ist nicht die Zeit zum Zögern. Wir müssen letzte Hand an die Goldbar legen und Babs retten. Au, eine neue Anleitung. Goldköpfchen, Dekogegenstand. Eine nennenswerte Nachbildung des delektablen Doms eines Goldgolems. Des delektablen Doms eines Goldgolems. Ich habe das Wort noch nie gehört. Delektabel. Was mag das sein, aber ist ja auch egal. Jo, jetzt, ups. Was willst du jetzt noch? Ich zoome ein kleines bisschen ran. Das kommt mir so fern vor. Also, Bobas, wir sind deinem Bauplan bis auf den letzten Block gefolgt. Aber die Bar macht einfach keinen fertigen Eindruck. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich habe das Gefühl, dass irgendwas Wichtiges fehlt. Ich wette, ein Bauer wie du könnte sich den perfekten Abschluss für die Bar einfallen lassen. Sozusagen die Krönung. Ein Goldköpfchen? Die Idee ist der Hammer. Genau sowas brauchen wir an dem Ehrenplatz als Symbol für die Bar. Dazu hast du also die Diamanten gebraucht? Das war doch von Anfang an geplant, oder nicht? Also, wird höchste Zeit, dass du das Goldköpfchen machst. Du haust einfach ein bisschen Gold und etwas Diamanten zusammen, was? Hört sich nach einem Kinderspiel an. Na los, Junge, bau die Birne und stell sie da auf, wo sie jeder sieht. Jo, wir bauen sie. Wir bauen sie. Es wäre schön, wenn die uns nochmal ein bisschen Kohle ranschaffen, also ein bisschen Erze. Goldköpfchen, bla, haben wir schon. Also, stellen wir her. Dafür brauchen wir nochmal zwei Diamanten. Geh lieber weg, nicht, dass ich dir den Hammer ins Gesicht hau. So, wir haben die Figur. Oder was ist das? Uitz! Lass mal wegzoomen. Ist das ein... Hallo. Das Ding ist riesig. Okay. Also das wird da oben platziert. Oh Gott. Ganz da oben muss es hin. Okay, hier muss es hin. Kannst du jetzt mal... Gut. Also, das Ding hier muss daran. Alles klar. Aber das machen wir natürlich beim nächsten Mal. Heute nicht. Heute kommt es zurück in die Tasche. Genauso die Steine. Und ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr genauso neugierig seid wie ich, wie es weitergeht, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich wahnsinnig freuen. Also dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche, wie auch immer. Ciao, ciao!